Meine Damen und Herren, wir kommen nun zum Tagesordnungspunkt 10, zweite Lesung, Haushalt 2017. Das ist jetzt die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für das Haushaltsjahr 2017, das Haushaltsgesetz 2017. Darf ich um Ruhe bitten? Egal, wer wo sitzt, auch hinter der Barriere. Hier geht es um die Drucksache 19/4093 zu Drucksache 19/6374. Der Berichterstatter ist der Herr Abg. Decker, und ich erteile ihm zunächst das Wort. Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses zur Vorbereitung der zweiten Lesung mitteilen. Erstens. Der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum mit den Stimmen von CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Und der Haushaltsausschuss empfiehlt dem Plenum zu den Einzelplänen die folgenden Beschlüsse zu fassen. Die lese ich Ihnen jetzt nicht vor, das erspare ich Ihnen. Sie finden sie in der Vorlage. Vielen Dank. Okay. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Ich weise Sie darauf hin, dass vereinbart worden ist, dass wir am Ende der Beratung über alle Einzelpläne abstimmen. Das heißt also morgen Abend nach dem Ende der Beratungen. Die Fraktionen haben sich zudem darauf verständigt. Liebe Freunde, bitte. Ihr könnt dann, wenn euer Redner redet, ja schwätzen, aber wenn ich nicht rede. Okay. Im Übrigen bin ich mal die Lautstärkepegel etwas höher insgesamt zu setzen, da hinten bei den Kameraden in der Technik. Mir scheint, da muss man auch noch einmal nachsteuern. Entschuldigung, bitte. Also, wir haben die Fraktionen haben sich darauf verständigt, die Generaldebatte heute abzuhalten und die Beratung der anderen Einzelpläne sowie die Abstimmung der Einzelpläne und die dazu aufgerufenen Tagesordnungspunkte am Morgen Mittwoch zum Ende der Haushaltsberatung vorzunehmen, hatte ich mitgeteilt. In der Anlage zur Top 10 können Sie ebenfalls entnehmen, dass sich die Fraktionen im Ältestenrat auf eine Redezeit von 40 Minuten je Fraktion für den Einzelplan 2 und 8 Minuten für die Einzelpläne 01 und 03 bis 015 ohne Begrenzung der einzelnen Rednerinnen oder der einzelnen Redner bei der Aussprache über den jeweiligen Einzelplan verständigt haben. Sie wissen das Verfahren. Wir schauen damit, damit Sie dann entsprechend auch Orientierung haben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt rufe ich vereinbarungsgemäß Einzelplan 02 auf. Mit aufgerufen wird der Tagesordnungspunkt 41 sowie der Tagesordnungspunkt 42. Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Vorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel, das Wort. Sie haben 14 Minuten Redezeit. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Ministerpräsident! Hessen schwimmt im Geld, die Konjunktur brummt, und der Bund pumpt Milliarden in den Landeshaushalt. Gemessen am Jahr 2014 Mehreinnahmen durch den Bund im Landeshaushalt von 1,2 Milliarden Euro, bei den Steuern von 3,2 Milliarden Euro seit 2004. So sehr ich mich darüber freue, so sehr ärgert man sich auch manchmal darüber, was Sie eigentlich für ein unendliches Glück haben, dass Sie bei dem, was Sie an Koalitionsvertrag miteinander verabredet haben, wirklich am Ende durch eine exorbitant gute Wirtschaftslage so viel Geld in die Kasse gespült bekommen, dass Sie jedes Ihrer inhaltlichen Probleme ausfinanzieren können. Ich will allerdings sagen am Anfang, dass diesen Haushalt am Ende sogar, und da teile ich das, was Norbert Schmidt hier schon einmal gesagt hat, Willy van Ooyen hätte ausgleichen können in dieser Form. Ob das jetzt für Willy van Ooyen von der Linkspartei oder für Herrn Schäfer spricht, das weiß ich allerdings nicht. In diesem Kontext spricht die Landesregierung, jeder Minister, der sozusagen jede Einzelhaushaltsstelle in den letzten drei Monaten zelebriert hat, von historischen Ausgaben.
von historischen Ausweitungen, von historischen Projekten. Das Wort historisch kommt so oft in Pressemeldungen vor wie fast kein anderes. Aber ich will das einmal sagen, dieses Feuerwerk der Kommunikation über die historischen Ausgaben des Landes haben natürlich auch etwas damit zu tun, dass es historische Einnahmen gibt. Und jetzt verrate ich Ihnen ein kleines ökonomisches Geheimnis, ein finanzwirtschaftliches Geheimnis. Das ist jedes Jahr so. Das ist jedes Jahr so. Außer wir haben eine ökonomische Krise, und die wünscht keiner dem Land. Und das, was Sie hier als historisch beschreiben, ist nichts anderes als der ganz normale Zyklus in einem Land, in dem sich der Wohlstand mehrt. Dafür können Sie gar nichts. Ich will das wirklich an den Anfang stellen, weil Ihre Inszenierungsmaschine, die wir hier seit zweieinhalb Jahren erleben, in der Sie erklären, dass sozusagen Sie das Maß aller Dinge sind, dass Sie der Benchmark für die beste Politik sind in der Republik, wo ich eher den Eindruck habe, dass Sie zunehmend das graue Mäuschen der Politik wären. Beim LFA komme ich gleich noch einmal dazu. Verstellt den Blick für die eigentlichen Herausforderungen. Und damit will ich gleich anfangen. Was in der Tat auch historisch ist, ist die Investitionsquote des Landes und der Kommunen. Allerdings, getreu dem Motto, willst du Hessen oben sehen, musst du die Tabelle drehen, historisch niedrig. Ich will darauf hinweisen, dass PwC in einer aktuellen Studie darauf hingewiesen hat, dass in Hessen nur 400 € pro Einwohner investiert werden, investiv aufgewendet werden, während das im Vergleich der Flächenländer Alt, also West, 462 € sind. Die Begründung, die Sie hier immer wieder anführen, dass die Investitionsquote so niedrig in Hessen sei wie nirgendwo anders im Westen, hätte etwas mit den besonders hohen Belastungen im Länderfinanzausgleich zu tun, die ist natürlich völlig falsch. Weil wenn das Argument stimmen würde, ist nicht erklärbar, warum Bayern und Baden-Württemberg, die im Länderfinanzausgleich deutlich höhere Ausgaben haben und Einzahlungen, warum ausgerechnet diese beiden Länder doppelt so hohe Investitionsquoten haben wie Hessen. Das ist ein zentraler Unterschied zwischen Ihnen und diesen Geberländern. Deswegen haben wir das auch in unseren Haushaltsberatungen ganz an den Anfang gestellt. Die investiven Aufgaben bei Bildung, bei Verkehr, bei Digitalisierung, die müssen finanziert werden. Und dazu haben wir Ihnen einen in der Tat austarierten Vorschlag unterbreitet, den Sie am Ende im Ausschuss weggestimmt haben. Dazu werde ich später noch etwas sagen. Ich will allerdings auch darauf hinweisen, dass das Landesthema Investitionsstau mit einem kommunalen Thema Investitionsstau korreliert. Zwischen 2010 und 2015 sind die kommunalen Investitionen, die immerhin mehr als 50 % aller öffentlichen Investitionen ausmachen, in Schulen, in Straße, in den Tiefbau, in Infrastruktur, um 840 Millionen € gesunken. Das ist auch historisch, und zwar ein 25-Jahres-Tief. Und diese Spaltung nimmt zu, dieses Problem nimmt zu, weil der kommunale Finanzausgleich, so wie Sie ihn hier gestrickt haben, die investive Seite nicht berücksichtigt. Das haben wir mehr als einmal gesagt. Das Problem wird in den nächsten Jahren größer, und zwar insbesondere für die kleineren Gemeinden im ländlichen Raum. Ich erlebe zunehmend, dass selbst Kommunen nicht mehr in der Lage sind, ihre Gehälter aus normalen Einnahmestrukturen zu finanzieren, sondern dass zunehmend Kassenkredite aufgenommen werden müssen, um Personal zu bezahlen. Und spätestens dann muss doch die Alarmglocke gehen, dass wir auf dieser Seite ein echtes Problem haben. Ein Problem haben, das über den KFA nicht gelöst wird, auch weil Sie es dort nicht wollten. Wenn Sie der Auffassung sind, dass Gemeindezusammenschlüsse eine mögliche Alternative sind, dann sage ich Ihnen, machen Sie dazu Vorschläge. Wenn Sie der Auffassung sind, man muss Kommunen von Aufgaben entlasten, dass sie in der Lage sind, insbesondere im ländlichen Raum, in der Lage sind, ihre Aufgaben angemessen zu erfüllen und ihr Personal vernünftig zu bezahlen,
dann müssen Sie dazu Vorschläge machen. Das ist das, was ich von einer Regierung erwarte, die von sich beansprucht, seit 17 Jahren unter CDU-Führung hier die Zukunft des Landes zu gestalten. Aber da ist bei Ihnen nichts. Nada. Es gibt überhaupt keine Ansage dazu. Deswegen wird das Investitionsthema eines sein, das uns in den nächsten Jahren erheblich umtreibt. Ich will mit Blick auf meine stimmliche Lage, ich werde wahrscheinlich die 40 Minuten nicht vollständig ausschöpfen können heute, einige wenige Bemerkungen zu inhaltlichen Themen machen. Wir haben Ihnen Vorschläge vorgelegt im Bereich der Bildungspolitik und der Bildungsgerechtigkeit. Ich will hier die ganzen Geschichten zum Bildungsgipfel nicht wieder aufholen, aber ich will zumindest daran erinnern, dass der Versuch gescheitert ist, hier alle beieinander zu holen, spätestens in dem Moment, als der Ministerpräsident auf dem JU-Landestag erklärt hat, mit den Sozis geht mal gerade gar nichts. Alles, was die an inhaltlichen Ideen haben, wäre nicht akzeptabel, und es würde mit ihm niemals eine Unterschrift unter dieses Ding geben. Wir haben ihm trotzdem eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, unter anderem zum Thema gebührenfreie Bildung von Anfang an im Kita-Bereich. Wir wollen die nächste Stufe einführen. Ich will ausdrücklich sagen, Herr Ministerpräsident, wir laden Sie ein, das von Ihnen und mir gemeinsam gegebene Versprechen vor der Landtagswahl 2013 einzulösen. Wir haben nämlich gesagt, mit Blick auf die zukünftige Familienpolitik in Hessen wollen wir Gebührenfreiheit, weil es das größte Familienentlastungspaket ist, das man sich nur denken kann. Wir können so viel Kindergeld gar nicht. Wir können gar nicht so viel Kindergeld erhöhen, wie wir Familien entlasten über Gebührenfreiheit. Ich weiß sehr wohl, dass der kommunale Teil damit immer noch nicht sein Finanzierungsproblem gelöst hat. Das ist keine einfache Aufgabe. Aber Sie haben beispielsweise gesagt, wie ich gemeinsam, dass spätestens dann, wenn die Länderfinanzausgleichseinigung da ist, dass man dann die richtig großen Schritte machen soll. Wir haben die Gelder jetzt, und deswegen vermisse ich in Ihrem Antrag sehr, dass Sie vermisse ich sehr mit Blick auf Ihren Antrag, dass Sie jetzt schon ankündigen, dass das umgesetzt wird, was der Ministerpräsident mit mir gemeinsam vor der Wahl versprochen hat. Da haben Sie heute eine Chance verpasst. Wir haben Ihnen weitere Anträge vorgelegt, auch um das Thema Investitionen bei der inklusiven Schule zu verbessern. Auch dort gibt es erhebliche Anstrengungen zu leisten. Und wenn wir ein Investitionsproblem haben, können wir ja nicht ständig über Inklusion reden, wenn anschließend die Mittel vor Ort fehlen, um sie auch baulich umzusetzen. Deswegen machen wir Ihnen ausdrücklich einen Vorschlag, einen wohltemperierten Vorschlag, sodass es den Haushalt ganz sicherlich nicht auseinanderhaut. Im Übrigen will ich mir die Bemerkung erlauben, Herr Arnold, es war ja eine pflichtschuldige Erklärung, die Sie zu unseren Haushaltsvorschlägen gemacht haben, weil das, was Sie machen, nämlich Geld aus der Rücklage zu entnehmen, um Ihre Sachen zu finanzieren, uns gleichzeitig zu kritisieren, dass wir denselben Vorschlag machen. Nur haben wir gerade heute, genau, ich glaube ja eher, dass das, Herr Arnold, nach dem Motto läuft, das, was jemand tut, ist doch nicht das Gleiche, wenn es jemand anders tut. Aber ich habe ja zur Kenntnis genommen mit Schreiben des Finanzministers, dass die Rücklage deutlich erhöht wird, übrigens unter anderem wegen der nochmals deutlich erhöhten Zuwendungen des Bundes. Auch das will ich mir erlauben zu erwähnen. Und insofern, glaube ich, ist Ihr einziger verzweifelter Versuch, unsere Haushaltsanträge in der Sache zu kritisieren, doch eher ein heißes Lüftchen gewesen. Wir haben zum Thema berufliche Bildung einige Vorschläge gemacht, auch weil dieses Thema uns besonders am Herzen liegt. Es war übrigens die einzige Verabredung, die wir im Bildungsgipfel erreichen konnten, dass wir die berufliche Bildung in gymnasialen Bildungsgängen stärken wollen. Und es wäre auch absurd, wenn gerade wir das anders sehen würden, weil für uns akademische Abschlüsse als Partei der Arbeit nicht über kaufmännischen, gewerblichen oder landwirtschaftlichen Berufen und Jobs stehen. Aber ich will das ausdrücklich sagen. Von dem Beschluss des Bildungsgipfels, dass da mehr passieren muss im Bereich der beruflichen Bildung, zur Umsetzung, Herr Lorz, da ist bisher ziemlich wenig passiert, auch weil wir darauf hingewiesen haben, dass man nicht mit Blick auf die Notwendigkeiten bei den Verbesserungen von politischer und kultureller Bildung – könnte übrigens auch ein bisschen etwas damit zu tun haben, in welchen Verhältnissen wir teilweise gerade leben – dass man dann
Berufsorientierung dadurch definiert, dass man noch ein zweites oder ein drittes Praktikum macht. Wenn wir über Berufsorientierung reden, auch in gymnasialen Bildungsgängen, und zwar aller Schulformen, dann reden wir über konzeptionell etwas völlig anderes. Dann reden wir auch darüber, dass man Zeit und Raum in der Schule braucht, um junge Menschen auf die Berufswelt vorzubereiten. Und ich erwarte von Ihnen, dass Sie da endlich liefern. Ich will auch kurz den Pakt für Nachmittag ansprechen. Es bleibt dabei. Für uns ist das eine Hilfskrücke. Wir waren dankbar, dass im Rahmen des Flüchtlingspakets wir im letzten Jahr die Initiative zum Thema Ganztagsschulen verbessern konnten. Und die Nachfrage hat ja auch gezeigt, dass der Bedarf da ist. Wenn man das jetzt systematisch weiter ausbaut, und das ist unser Vorschlag, wird man sicherlich auf diesem Weg deutlich weiter vorankommen, weil für uns der Pakt für Nachmittagsbetreuung in der Tat eine Hilfskrücke bleibt und am Ende nichts anderes ist als Schulgeld für den Nachmittag. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Und insofern werden Sie da mit uns auch weiter in der Debatte sein müssen. Ein weiterer Punkt, den ich zumindest hier mal für alle nachdenklich ansprechen will. Sie alle haben, wie auch wir, einen Brief der GEW bekommen zur Frage der ungleichen Bezahlung von Grundschullehramt und Lehramt in der Sekundarstufe I. Ich will offen sagen, dass ich das Anliegen der gleichen Entlohnung ausdrücklich teile. Aus unserer Sicht muss das spätestens dann erfolgen, wenn die Ausbildungsgänge der Schule reformiert werden und wir dort zu gemeinsamen Ausbildungssituationen kommen. Spätestens dann ist dieser Zustand auch nicht mehr formal begründbar. Ich weiß auch, dass das keine ganz einfache Baustelle ist und dass sie auch finanziell eine ziemlich große ist. Deswegen haben wir dazu ausdrücklich keinen Antrag eingebracht. Aber ich fände es aller Mühen wert, wenn es uns gelänge, im Rahmen des KPAs oder anderer Ausschüsse des Landtags mal gemeinsam zu überlegen, wie wir diese Frage vielleicht gemeinsam stemmen, weil es keine ist, die man einfach mal aus der hohlen Hand schüttelt. Aber das Anliegen ist ein berechtigtes, und ich finde, das muss an einem solchen Tag ausdrücklich angesprochen werden. Ich will mir am Ende allerdings auch zwei kritische Bemerkungen zum Thema Bildung nicht verkneifen. Mit Blick auf den Vorschlag von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN zum Thema gebührenfreie Bildung in der Landesverfassung, da muss ich echt sagen, das war ein echter Knaller. Also, das war die hohe Kunst von, wir stellen etwas ins Fenster, was wir aber eigentlich gar nicht so meinen. Sie wissen, dass Sie mit dieser Regelung am Ende Tür und Tor aufmachen dafür, dass das Masterstudium gebührenpflichtig wird und dass die gebührenfreie Bildung von Anfang an, also im Bereich der Kindertagesstätten, unter Finanzierungsvorbehalt gestellt wird. Und nicht umsonst ist Ihr Gesetzentwurf deswegen auch mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Mein Vorschlag wäre auch da, sich ernsthaft damit zu beschäftigen, ob es zu einer gemeinsamen Lösung kann, an dessen Ende, wie gesagt, das gemeinsame Versprechen von Ihnen und mir im Sommer 2013 umgesetzt werden könnte. Letzte Bemerkung zum Thema Bildung, weil man kann ja nicht so tun, als wäre sozusagen alles Friede, Freude, Eierkuchen bei Ihnen. Ich muss schon sagen, was mich sehr befremdet hat, ist, dass angesichts der Diskussion um den Lehrplan für Sexualerziehung wir eine Situation bekommen, in der Kolleginnen und Kollegen aus vier Fraktionen bei einer Demonstration hier teilnehmen, um den Lehrplan, den der Kultusminister aufgestellt hat, zu verteidigen, Kai Klose mit der Regenbogenfahne vorneweg, und dann Herr Irmer aus den Reihen der Union kräftig dagegen kalt, kein einziger Kollege aus der Union dabei ist, sich diesen ganzen Verschwörungstheoretikern gegenüberzustellen und den eigenen Kultusminister zu schützen. Ich sage Ihnen, das war ein ziemlich peinliches Bild, was Sie da abgegeben haben. Wir hätten uns da auch verdrücken können und haben sagen können nach dem Motto, was juckt es uns, wenn es um einen Lehrplan dieses Kultusministers geht. Aber es ging uns um die Sache. Deswegen haben wir uns so entschieden. Und das i-Tüpfelchen heute Ihrer Fraktion ist wirklich, dass Sie Herrn Irmer, wo Herr Boddenberg und auch Herr Bouffier hat sich dazu bis heute gar nicht verhalten. Aber Herr Boddenberg und andere in Ihrer Fraktion immer sagen, dass Sie sich distanzieren von dem, was Herr Irmer sagt, dass Sie heute Herrn Irmer
auf Platz 11 Ihrer Liste positionieren für die Bundesversammlung als kleines Geschenk und Dankeschön für seine Polemiken gegen Schwule, gegen Ausländer, gegen Muslime. Ich muss Ihnen sagen, das ist wirkliches Armutszeug am heutigen Tag. Ich schlage Ihnen vor, lieber Kollege, ich schlage Ihnen vor, lassen Sie sich von Ihrem Fraktionsvorsitzenden erklären, dass die Grundsatzdebatte, die Haushaltsdebatte hier eine Generalaussprache ist über Grundlinien und dass es eben nicht nur um Haushaltszahlen geht. Das ist hier seit 70 Jahren geübte Praxis. Damit will ich zum zweiten Komplex kommen. Damit will ich zum Dankeschön. Zum Klein-Klein komme ich jetzt. Herr Bellino, zum Klein-Klein komme ich jetzt. Die Überstundensituation bei der hessischen Polizei trägt auch nach dem von uns gemeinsam getragenen Abbauprogramm zur Überstundenauszahlung, mit dem 13 Millionen Euro ausgegeben wurden für Überstunden, nach wie vor über 3 Millionen. Der Krankenstand beträgt im Durchschnitt bei der Schutzpolizei 31 Tage pro Beamten und Jahr. Nach wie vor. Das Besoldungsdiktat gilt auch für die hessische Polizei. Ich sage Ihnen sehr klar, dass die Sorgen der Menschen nach einem funktionierenden Rechtsstaat, und zwar einem schnell funktionierenden Rechtsstaat, von uns allen sehr ernst genommen werden müssen. Die Sorge beispielsweise, und ich will nur zwei Themen ansprechen, Wohnungseinbrüche auf der einen Seite und terroristische Bedrohungen auf der anderen Seite, muss von uns allen sehr ernst genommen werden. Deswegen gilt es darum, weiter sehr konsequent die Versäumnisse Ihrer Politik der letzten 17 Jahre konsequent abzubauen. Konsequent abzubauen. Und da Herr Boddenberg die Augenbrauen verzieht, will ich Ihnen das mal kurz an einem Beispiel erläutern, warum bei der hessischen Polizei schon erheblicher Frust nach wie vor existiert, auch nach Ihrem neuerlichen Besoldungsdiktat, das ja nicht nur für die Polizeibeamten gilt, sondern auch für andere. Ein A10-Beamter in der Entgeltstufe 8 hat in Hessen ein Grundgehalt von 3.344 €. Ein Bundesbeamter in A10 in der Entgeltstufe 8 der hat 3.748 € Grundgehalt. Das heißt, der Bundesbeamte, und das ist in den Ländern nicht viel anders um uns herum, hat bei A10 beim Grundgehalt schon einen Unterschied von 390 € in der Eingruppierung. Da reden wir noch nicht über die Beihilfethemen, da reden wir noch nicht über die Arbeitszeit, da reden wir noch nicht über andere Themen. Und im Übrigen, bei der A13 ist der Gehaltsunterschied sogar 492 €. Dass die Beamtinnen und Beamten, gerade die, die in Grenzbereichen arbeiten, einen tierischen Hals haben, dass sie jeden Tag sich und ihre Kraft einsetzen, um das, was wir hier an Regeln beschließen, einsetzen und am Ende nicht das bekommen, was andere bekommen, weil sie ihre Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren auf den Rücken der Beschäftigten ausgeübt haben. Das müssen Sie zumindest an solchem Tag einfach einmal zur Kenntnis nehmen. Ich hatte bereits angekündigt, dass ich eine kurze Bemerkung mache zur Frage der Haushaltsanträge und dem Umgang mit unseren Haushaltsanträgen. Wir haben uns ganz bewusst in dem Flüchtlingspaket, auch wenn es in diesem Jahr nicht zum gemeinsamen Antrag kommt, ganz bewusst entschieden, bei Ihren Anträgen in diesem Bereich zu enthalten, um klarzumachen, dass der Grundsatz, den ich letztes Jahr hier ausführlich formuliert habe, dass es bei diesem Grundsatz bleibt. Dass das jetzt am Ende mit Entschließungen und anderen nicht funktioniert hat, das diskutieren wir mal wann anders. Das würde uns zu weit führen. Aber dass Sie dann so einen Antrag wie die 500.000 €, die wir vorgeschlagen haben zum Thema Härtefallfonds Opferschutz beim Hessischen Landtag ablehnen. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Weil es gibt doch diese Fälle, wo Leute, die durch Gewalt Verletzungen haben, die anschließend Mehrausgaben haben. Wahrscheinlich kennt der eine oder andere von Ihnen genau diesen Fall, weil der junge Mann immer wieder auf den Hessentagen der letzten zwei Jahre aufgetaucht ist. Der zusammengeschlagen wurde, der ein neues Gebiss gebraucht hat, weil sie ihm das Gesicht zertrümmert hat,
der keine Chance hatte, das als eine Kassenleistung ersetzt zu bekommen. Die Gerichte haben alle geurteilt. Der hat recht, die sind verurteilt worden, die haben aber nichts. Und er hat keine Chance, die erhöhten Ausgaben für seine erweiterten Gebissaufgaben oder Reparaturen von irgendjemandem unterstützt zu bekommen. Er ist selbst immer noch angezählt, kann nicht vernünftig arbeiten. Und für solche Fälle einen Härtefallfonds beim Hessischen Landtag einzurichten, wo wir sagen im Petitionsausschuss, da helfen wir unbürokratisch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Dass Sie nicht einmal bei so einem Thema in der Lage sind, dann zu sagen, okay, das machen wir. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, aber Sie werden es sicherlich heute begründen. Ich will dann zum großen Bereich der Investitionen und Zukunftsaufgaben kommen. Über Wohnraum haben wir ja mehrfach geredet. Wir haben Ihnen zwei Vorschläge gemacht, weil wir haben im Moment kaum ein Problem beim Geld bei der Wohnraumfinanzierung. Wir haben ein Bodenproblem, wir haben zu wenig Wohnraum und wir haben ein Instrumentenproblem. Deswegen haben wir Ihnen vorgeschlagen, zwei Instrumente zu machen. Nämlich erstens ein Bürgschaftsprogramm für Landesbedienstete, damit sie Eigentum erwerben können angesichts auch verschärfter Kapitalvorschriften für die Banken. Kostet sie im Kern keinen Pfennig. Die Bürgschaft wird am Ende nur gezogen, wenn der Mitarbeiter es überhaupt nicht mehr kann. Ich verstehe nicht, warum Sie ein kostenneutrales Programm für die Landesbediensteten nicht aufnehmen. Ich verstehe nicht, warum Sie den zweiten Vorschlag, den wir ja ganz bewusst angepasst haben, auch nach den Erfahrungen mit der Nassauischen Heimstätte in diesem Jahr, nämlich ein Programm aufzulegen von 50 Millionen € mit stillen Einlagen in kommunale Wohnungsbaugesellschaften, was haushaltstechnisch für Sie eine einfache Baustelle wäre, aber die Gesellschaften, die die Instrumente haben, sehr schnell in die Lage versetzen würde, zusätzlich Eigenkapital vorzulegen, damit es zu realen Bezuschussungen von Wohnungen kommt. Weil diese ganzen Zinsverbilligungsprogramme, die bringen doch sehr wenig, um das ganz vorsichtig zu sagen. Und auch da verstehen wir nicht, warum Sie nicht bereit waren, dort am Ende mitzugehen. Ein zweites Thema, was uns wirklich intensiv umtreibt, ist das Thema Verkehrswende und Mobilität. Ich will dazu einige wenige Bemerkungen machen. Auch da, das war sozusagen der Auslöser für die Bemerkungen zum Thema historisch. Als mein Kollege und Freund Tarek Al-Wazir erklärte, 7 Millionen € mehr für die Landesstraße, 7 Millionen € mehr seien historisch. Stimmt, es war mehr als vorher, also kann man das als historisch beschreiben. Ich will das nur einmal übersetzen, weil kein Mensch hat ein Gefühl dafür, was das heißt. 7 Millionen € Landesstraße zusätzlich bedeutet 5,38 km. Damit werden wir ganz sicherlich den Investitionsstau bei den Landesstraßen nicht lösen. Es ging um zusätzlich. Und ich will es doch nur sagen, dass Sie Sie haben ja so eine postfaktische PR-Maschine da laufen. Aber sie ist eben postfaktisch, weil Sie mit diesen 7 Millionen € werden Sie die historische Aufgabe des Investitionsstraus beim Straßenbau nicht lösen. Das gilt übrigens, und da will ich Sie ausdrücklich loben, auch wenn das ein Lob für eine Selbstverständlichkeit ist, die Vereinbarung, die Sie heute mit den Verkehrsverbünden abgeschlossen haben, die ist gut und richtig. Ich bin froh, dass endlich nach so vielen Jahren das Land die Regulierungsmittel, die Regionalisierungsmittel eins zu eins weitergibt und sich nicht an den Mitteln bedient, die eigentlich den Verkehrsverbünden gehören. Das ist in Ordnung. Das finde ich gut. Und ich finde es auch richtig, dass das erste Mal Landesmittel, originäre Landesmittel mit reinkommen. Auch das ist gut. Was ich nicht in Ordnung finde, Herr Minister, ist, dass Sie dann, nachdem Sie lange gebraucht haben, um eine Patronatserklärung, die windelweich ist, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Kabinettsvorlage, aber vielleicht erklären Sie dazu heute noch etwas, ob es die wirklich gibt, zu möglichst mehr Ausnahmen beim Schülerticket, dass Sie bei der Frage, wie Sie Ihre PR-Maschine ausstatten, da langen Sie volle Kanne zu. 1,5 Millionen € stehen im Haushalt, um das Schülerticket, das eigentlich ein Selbstläufer werden muss, zu bewerben. Das heißt, jeden zweiten Tag wird Tarek Al-Wazir in irgendwelchen Anzeigen und Werbeläppchen in Zukunft in den hessischen Haushalten sein. Ich will das sagen, die 1,5 Millionen € das ist das Dreifache des grünen Landtagswahlkampfetats. Das Dreifache. Und ich sage Ihnen, das ist nicht in Ordnung,
dass Sie so viel Geld für die PR machen. Und deswegen schlagen wir auch vor, davon 1 Million zu streichen. Das muss reichen. Ich freue mich darüber, dass der Minister anfängt, auch über eine wachstumsorientierte Strategie am Frankfurter Flughafen nachzudenken, Stichwort Gebührenmodelle. Ich habe gelesen, dass es jetzt ein modifiziertes Modell gibt. Ich vermute, dass das viel mit den Interventionen des Ministerpräsidenten zu tun hatte. Nachdem die Lufthansa ziemlich engagiert interveniert hat, soll mir alles recht sein. Ich habe dazu ja ein paar Mal kritisch gesagt. Da der Minister allerdings im Ausschuss erklärt hat, die SPD sei ja sozusagen auch für die Billigflieger, will ich mal sagen, ja, ich glaube, dass wir mit dem Thema Low-Cost-Carrier umgehen müssen. Aber ich will mal sagen, dass Ryanair, und es geht nicht um die Frage des Gebührenmodells, da ging es um die Frage der Gleichbehandlung. Aber ich will schon sagen, auch nicht jede Low-Cost-Carrier ist gleich Low-Cost-Carrier. Ich will das nur mal an 4 Beispielen sagen. Bei Ryanair, und das habe ich gesagt politisch, dass ich die hier nicht haben will. Warum will ich sie nicht hier haben? Nicht, weil ich etwas gegen Low-Cost-Carrier grundsätzlich habe, sondern weil ich etwas dagegen habe, dass Ryanair Piloten in Scheinselbstständigkeit anstellt, dass Ryanair Personal, Kabinenpersonal nur über sogenannte Personalleasing-Agenturen beschäftigt, weil ich etwas dagegen habe, dass selbst die Maschinen, die in Deutschland stationiert sind, nicht mit deutschen Arbeitsverträgen ausgestattet sind, und weil ich etwas dagegen habe, dass Ryanair sich kategorisch weigert, überhaupt mit Gewerkschaften zu reden und Tarifverträge zu machen. Gute Arbeit gilt für uns eben auch am Frankfurter Flughafen. Und die letzte Bemerkung, die ich zum Thema Verkehr machen will und Verkehrswende, ist, ich will das wiederholen, was ich auf dem Parteitag gesagt habe am vergangenen Wochenende. Die Energiewende ist die kleine Schwester der Verkehrswende. Wir stehen da vor einer Transformation, die ist gigantisch. 200.000 Beschäftigte der Automobilindustrie werden in den nächsten 10 Jahren andere Jobs haben und machen. 200.000. Das hat in Hessen erhebliche Konsequenzen bei Opel, bei VW, aber vor allem bei den Zulieferern. Das ist ein Riesenthema. Und die spannende Frage ist, wie gehen wir eigentlich damit um? Was ist sozusagen unser Thema? Jetzt habe ich gelesen, der Minister hat eine Kampagne gemacht, dass jede Kommune 14 Tage, die sich da bewirbt, mal so ein E-Auto fahren kann, was sicherlich spannend und schön war. Aber daraus, mit Verlaub, meine Herren und Damen, wird noch lange keine Strategie. Ich finde es z.B. richtig, ein Landesprogramm zu machen. Auch darüber würde ich gerne im Detail in den nächsten Monaten mit Ihnen reden, weil auch das ist nicht ganz trivial, ein Programm zu machen, wie wir dieselfreien ÖPNV in unseren Innenstädten möglich machen. Weil, was ist denn bei dem Diesel das Kernproblem und bei der Luftverschmutzung in den Innenstädten? Wenn ich als Privatfahrer mit einem Diesel-Pkw in die Stadt fahre, fahre ich rein und abends wieder raus. Der ÖPNV fährt 24 Stunden im besten Fall oder 18 Stunden am Tag. Das heißt, es würde sich sehr lohnen, in diesen Fragen möglichst schnell auch mal zu gucken, können wir da was machen. Das ist natürlich keine originär und alleinige Landesaufgabe. Aber wenn wir die Frage der E-Mobilität und der Verkehrswende ernst meinen, dann muss ich doch irgendwo mal anfangen zu denken, was das heißt für die Stadtentwicklung, für die Verkehrsplanung, für die Verkehrslenkung, für die Frage auch von Technologieentwicklung. Ich kenne eine ganze Reihe von Bundesländern, die arbeiten auch konsequent, und zwar auf Landesseite, konsequent mit den Entwicklungsabteilungen in der Automobilindustrie zusammen, um da am Ende dafür zu sorgen, dass es auch dort Standortsicherungen gibt. Und ich finde, das ist eine Anstrengung auch der hessischen Landespolitik wert. Da sehe ich aber bisher außer den postfaktischen PR-Kampagnen ziemlich wenig. Zum Thema Finanzplatz würde ich auch gerne noch 2, 3 Bemerkungen machen. Ich begrüße das sehr, dass wir über Fintech nachdenken und dass es da jetzt ein kleines Zentrum gibt. Lieber spät als nie. Ich finde das auch richtig, dass intensiv beworben wird in Amerika, in London, die mögliche Chance durch den Brexit für Frankfurt und den Finanzplatz zu nutzen. Ich bin noch nicht so ganz sicher, wo das am Ende hinführt und wie wir da werben und auftreten. Vielleicht kann man auch darüber mal bei Gelegenheit reden. Aber ich halte das grundsätzlich für richtig, das zu tun. Aber gleichzeitig müssen wir irgendwann mal eine Entscheidung beim Thema Börse treffen. Und ich will das hier noch einmal heute ausdrücklich kritisch anmerken.
Ich habe das letzte Mal gefragt, als wir die letzte Debatte auf der Grundlage des FDP-Antrags hatten, wer redet eigentlich von der Börse und den Beratern? Und da sind ja interessante Namen dabei, nicht nur Herr Koch, sondern auch Herr Fischer und andere. Ich hätte gerne gewusst, was eigentlich die Perspektive der Landesregierung auf dieses Thema ist. Gibt es irgendwelche Verabredungen, wie man das möglichst ermöglicht, oder was ist sozusagen die Perspektive? Und auch das wäre eine Gelegenheit, heute hier etwas zu sagen. Was nicht geht, ist aus meiner Sicht, den Finanzplatz dergestalt zu fördern, dass man jetzt zusätzlich versucht, die mit, sage ich mal, frischem Geld zu betanken. Und ich will das einmal in Ihre Richtung sagen, Herr Schäfer. Also das Thema Deutschlandrente, also bisher habe ich verstanden, das ist eine Kapitalsammelstätte. Weil alle Fachleute, die von Rente und Alterssicherung etwas verstehen und sich den Teil Ausgaben und Anwartschaften angucken, die sagen, das stimmt gar nichts. Das stimmt gar nichts. Das Einzige, was Sie machen, ist, eine kostengünstige Einrichtung zu schaffen, um am Finanzplatz Frankfurt die Möglichkeit zu generieren, privates Kapital einzusammeln. Das ist vielleicht ein Zweck, aber für die Alterssicherung ziemlich untauglich, dieses Instrument der Deutschlandrente. Herr Samson hat am Rande des Parlamentarischen Abends der Deutschen Bank gesagt, von so Sachen müsste man für den Finanzplatz noch ein paar mehr machen. Da finde ich, wird aus der Cum-Cum-Geschichte der letzten Tage, das erläutere ich jetzt nicht, weil das zu weit führen würde, wird dann schon ein bisschen Sinn draus. Aber ich will Ihnen das sagen, Herr Schäfer, der Imagewandel vom Nachtwächter zum Actionheld bei der Steuervermeidungsbekämpfung, der wird Ihnen nicht gelingen. Sie haben sich hier konsequent geweigert. Sie haben sich hier konsequent geweigert, beim Thema CD-Ankauf irgendetwas zu tun. Sie haben sich lange Zeit geweigert, beim Thema Steuerfahndung irgendetwas zu tun. Sie haben sich lange Zeit geweigert, bei den vier Steuerfahndern sich zu entschuldigen. Das haben Sie bis heute nicht getan und damit sozusagen immer noch nicht die Grundlage dafür geschaffen, dass das Ding endlich gelöst werden kann. Und was Sie allerdings wirklich können, ist ein Dauerfeuer von Pressemeldungen und Pressekonferenzen, die allerdings immer fast alle zwischen Dichtung und Wahrheit irgendwo liegen. Aber ich will es Ihnen offen sagen. Mein Eindruck im Moment ist, dass Ihnen all diese Aktivitäten, der Versuch dieses Imagewandels an einer Stelle nicht helfen. Mein Eindruck, mein Gefühl ist im Moment, dass der Ministerpräsident gerne beim nächsten Mal wieder Spitzenkandidat Ihrer Partei würde. Und insofern können Sie sich in den nächsten Wochen ein bisschen entspannen. Damit will ich wenigstens an zwei Stellen, an einigen Stellen noch zu unseren Gegenfinanzierungen kommen. Noch einmal zu Ihnen, Herr Arnold. Wir haben wieder vorgeschlagen, dass die Industriewasserabgabe. Wir haben bei den Zinsausgaben, bei der Erbschaftssteuer auf der Grundlage des Kompromisses bedächtig angehoben. Und wir haben es ganz bewusst bedächtig gemacht, weil wir wissen alle, der Teufel steckt da im Detail. Wir haben bei dem Thema Schülerticket 1 Million gestrichen. Und wir haben zumindest an zwei Stellen noch einmal einen Punkt gemacht, der uns wichtig war. Wir haben in der Tat die 3 Millionen Amtshaftung von Frau Puttrich genommen, die ja nach wie vor als einzige Funktion hier in diesem Kabinett noch hat, persönlicher Schutzschild für den Ministerpräsidenten in der Biblis-Affäre zu sein. Weil ehrlich gesagt, als Europaministerin fallen Sie ziemlich aus. Die Variante Winning and Dining, Essen für Hessen, das ist ehrlich gesagt in der Europapolitik kein politisches Konzept. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen mit Ihnen so alles weitergeht. Und der letzte Punkt, den wir vorgeschlagen haben, ist in der Tat die Streichung von 17 Millionen € für die Stiftung Miteinander in Hessen. Das ist sinnlogisch, weil die Projekte alle aus dem Haushalt finanziert werden können. Wir haben das hier mehrfach miteinander diskutiert. Und der Eindruck entsteht schon bei uns, dass diese Stiftung wie manch andere in Hessen, und deswegen werden wir die uns auch sehr viel genauer in Zukunft anschauen, eher Personalversorgungsagenturen für die CDU sind. Als, ja, das ist ja so. Ich kann mir ja ein paar Geschäftsführungen anschauen. Da sieht man sehr schnell, was da passiert. Und deswegen werden wir uns das sehr genau anschauen. Aber unser Vorschlag ist, diese 17 Millionen € totes Kapital zu streichen, auch als Teil der Gegenfinanzierung, damit man am Ende sinnvolle Sachen machen kann. Ich will zum Schluss kommen. Herr Ministerpräsident, ich habe im letzten Jahr, und ich weiß, das hat Sie im ersten Moment ziemlich angefochten, hier davon gesprochen, dass wir kein Vertrauensverhältnis haben, sondern ein Verantwortungsverhältnis. Und wir beide brauche ich wissen, wovon wir reden. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das mit dem Verantwortungsverhältnis stimmt, weil ich bis heute nicht nachvollziehen kann,
warum beispielsweise unser dezidiertes Angebot den Konsens zwischen den Flughafenausbau befürwortenden Fraktionen nicht hergestellt werden konnte, obwohl wir dazu eine klare Verabredung hatten. Ich nicht verstehen kann, warum wir bei der Frage Universitätsklinikum und der Frage Ihres Angebots einen Aufsichtsrat für die Opposition zu stellen, damit auch dort bessere Kontrolle stattfinden kann, warum das immer noch nicht umgesetzt ist. Warum wir auch in den Flüchtlingsfragen jetzt am Ende nicht zusammengekommen sind, aber auch, warum es morgen zu einer Personalentscheidung hier kommt beim Landesrechnungshof und damit sozusagen zum wiederholten Male eine Kultur gebrochen wird, die in dieser Form dauerhaft seit 2001 gebrochen wird, die aber vorher mit einer Ausnahme, das haben Sie mir selber gesagt, immer galt, dass nämlich bei der Frage der Personalauswahl um den Landesrechnungshof die am Ende gucken, dass es hier zu gemeinsamen Abstimmungen kommt. Und ich will, da unsere Rechercheabteilung gut funktioniert, die Presseerklärung von Tarek Al-Wazir aus dem Jahr 2001 verlesen, dem nichts anderes zu sagen ist. Die Landtagsfraktion von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat damals erklärt, es hätte der Neutralität des Landesrechnungshofs besser zu Sicht gestanden, wenn die Spitze nicht nur mit Mitgliedern von CDU und FDP, das müssten wir jetzt verändern, besetzt werden würde. Aber auch in diesem Fall ist die amtierende Regierung leider ihrer Linie der durchgängig parteipolitischen Besetzung von Spitzenämtern der Verwaltung gefolgt, kritisierter Fraktionsvorsitzender GRÜNEN Tarek Al-Wazir. Ich will es deswegen sagen. Wir müssen doch ein bisschen auf die Grundfesten schauen und gucken, dass die Regeln beieinander bleiben und vielleicht auch wieder zusammenkommen. Und ich habe sie nicht nur einmal angeboten, sondern immer und immer wieder. Lassen Sie uns schauen, dass die politische Kultur, die hier lange wirklich extrem beschädigt war, dass wir versuchen, das ein Stück für Stück aufzubauen. Ich verstehe nicht, warum Sie am Ende nicht bereit waren und in der Lage sind, oder was auch immer das für Motive sind, am Ende das entsprechend umzusetzen. Ich will zum Schluss kommen und da anfangen, wo ich, oder enden, wo ich begonnen habe. Hessen geht es gut. Und die Hessen fühlen sich in Hessen offensichtlich, das sagen ja auch Ihre Regierungsumfragen, alle pudelwohl. Genau. Und ich will Ihnen sagen, ich übrigens auch, Herr Arnold, aber ich will Ihnen auch sagen, meine Vermutung ist, das gilt für ziemlich viele, die das in der Umfrage auch so beantwortet haben, das hat ziemlich wenig mit dieser Regierung zu tun. Die Frage, die wir aber hier zu beantworten haben, ist, wie ist der wirtschaftliche, der soziale, der kulturelle, der ökologische Erfolg dieses Landes auch in 10 oder 15 Jahren zu sichern? Und ich habe an einigen wenigen Beispielen gesagt, es gibt ein paar Investitions- und Zukunftsaufgaben. Da finde ich nicht, dass das Land gut aufgestellt ist, wenn man sich anschaut, dass wir in der Tat einen historisch niedrigen Investitionsstand haben. Das gilt für Bildungsgerechtigkeit. Das gilt für bezahlbaren Wohnraum. Das gilt für Mobilität. Das gilt aber auch für die Digitalisierung, und da muss einfach mehr passieren. Die postfaktische PR-Arbeit, darauf habe ich mehrfach hingewiesen, kann diese Gestaltungsfragen ausdrücklich nicht ersetzen. Und deswegen will ich am Ende noch einmal sagen, wir haben Ihnen hier ein paar Alternativen vorgelegt, nicht überbordend. Kleine Alternativen dazu, wie man das auch anders machen kann, bei Bildung, gebührenfreier Bildung, bei Investitionen mit den 6.000 Wohnungen, beim Opferschutz, Herr Arnold, und auch bei der gerechten Entlohnung für die Beamtinnen und Beamten. Sie sind und bleiben, auch wenn Sie diesen Eindruck hier immer wieder vermitteln, auch durch die Art und Weise Ihres Auftretens eben nicht alternativlos. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel.